Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein neues Unboxing-Paket schon hier von Amazon Japan. Und ich würde sagen, ja, machen wir es einfach mal auf. So, hier auf der Seite noch. Und dann soll es aufgehen. Und mal schauen, wie ist es diesmal gesichert. Okay, mit ganz viel dieser... Mit ganz viel dieser Luftpolster-Teile. Aber sonst liegt das Teil halt wirklich wahllos reingeworfen. Ist wirklich wahllos reingeworfen. Ja, okay. Gut, dann haben wir als erstes diese ganz Whiteband-Edition Band 7. Arme Furi Band 3. Und damit auch der Abschlussband ist ja mit 3 Bänden mal wieder abgebrochen worden aus der Jump. Shaman King Band 14. Dragon Quest Dino Daiboken Band 10. Und der ist wieder richtig, richtig schön dick. Das gefällt mir. Super Mario Kun Band 57. Schauen wir hier Origami König Arc. Arme Furu Band 2. Band 1 habe ich schon und ja, die anderen haben wir dann direkt geholt. Danach haben wir Dragon Quest Sora Dendo Sora Band 4. Dann Kochikame Band 201 mit den ganzen Bonuskapiteln, die nach Kochikame noch erschienen sind. Hier auch sehr schön geprägt das Ganze. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, den zu lesen. Ukuhola Band 21 und Band 22. Ganz Shueisha Remix Band 10, das war einer der wenigen Remix-Bände, die man noch bekam. Auf Amazon Japan, die anderen sind leider schon wieder ausverkauft oder gar nicht mehr gelistet. Dann haben wir Don Sankugal Wanamara Menko Band 7. Eku Eku Azarak Reborn Band 2. Imoto Sara Iba Band 8. Band 9 habe ich schon. Damit ist die Reihe jetzt abgeschlossen. Ich hatte leider nur 9 Bände und ja, hier ist sie wieder ein bisschen beschädigt. Ja. Lasst die Manga doch einfach eingeschweißt. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber okay, wie gesagt, in Japan direkt sind die alle eingeschweißt. Bei Amazon Japan sind auch, ja, auch einige eingeschweißt. Aber. Da man meint, irgendwie die Hälfte davon nicht einschweißen zu müssen. Dann haben wir Black Galgako Band 4 müsste das sein. Da erscheint ja auch nur recht selten Band. Harem Life Band 3, der ist zum Beispiel eingeschweißt. Die Kodansha Manga sind alle eingeschweißt. Ja. Dann haben wir, da haben wir sogar im Adventskalender was gehabt, Tsuno Keisatsukan. Da gab es ja eine Kapitel-Review im Adventskalender zu und ja, wieder, da wollte ich mir einfach mal den Manga holen, weil der war tatsächlich ganz interessant. Dann haben wir Sense Band 1. Der sah ganz gut aus. Mal schauen, wie er ist. Jagan Band 13. Und zu guter Letzt von Jaran, den Abschlussband, Band 14. Und der ist richtig schön dick. So mag ich meine Abschlussbände. Ja, mal schauen, wie das Ganze ausgehen wird. Tsugumomo Band 22. Love Oriented Student Council Band 1.
Persona Mementos Mission Band 3 und damit der Abschlussband davon dieser kurzen extra Persona 5 Manga-Reihe, die so eine Mementos Mission erzählt. Und dann haben wir noch The Dark Queen and I Strike Back Band 1. Ist übrigens auch von dem Zeichner, der hier, na, wie heißt es nochmal hier? Von dem habe ich jedenfalls schon mal einen Manga und da hatte ich gesehen, von nämlich Hideaki Yoshikawa. Und da habe ich gesehen, okay, das heißt jetzt noch einen neuen Manga mal wieder. Und da habe ich mir doch einfach mal Band 1 direkt gekauft. Mal schauen, wie das sein wird. Und ja, das war das Unboxing. Und dann sage ich mal, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.